Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Hunter. Es gibt neue Steinbock-Missionen, beziehungsweise überhaupt mal Steinbock-Missionen. Und deshalb bin ich nochmal unterwegs in Val des Bois, in den Bergen, ein paar Steinböcke erlegen. Wobei die erste Mission daraus besteht, lediglich eins zu spotten. Und deshalb müssen wir da wahrscheinlich näher ran, als wir sonst immer schießen. Und dann gucken wir einfach mal, ob das klappt. Ich weiß gar nicht, ob ich danach direkt die nächste aktivieren kann, ohne das Spiel neu zu starten. Das muss ich dann rausfinden. Wenn nicht, muss ich vielleicht mal zwischendurch nochmal neu starten. Falls wir die erste Mission hinkriegen, dass wir dann nicht weiter umsonst jagen. Beziehungsweise gucke ich mir dann an, was die nächste Mission sein wird, ob wir die erfüllen können. Denn manchmal braucht man auch spezielle Waffen für. Ich habe zwar die meisten Waffen, aber ein paar nicht. Aber das wird dann wahrscheinlich erst im späteren Verlauf der Missionskette kommen. Gucke ich mir einfach mal an, was das jetzt ansteht. Wahrscheinlich irgendeinen killen. Aber erstmal müssen wir einen suchen und den spotten. Und deshalb mache ich mich auch direkt auf den Weg. Ich werde wieder zu dem Plateau gehen und hoffen, dass ich da welche sehen kann. Auch wenn mich mal echt interessieren würde, was darum geht. Aber nicht heute. Also wir sehen uns gleich wieder, wenn hier ein bisschen Action in die Bude kommt. Also bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Und ich habe einen Call bekommen. Von irgendwo da unten, da wo der rote Punkt auf dem GPS ist. Habe ich mir direkt mal markiert und ich hoffe mal, der steht jetzt irgendwo da unten, wenn ich da gleich hinkomme. Damit wir die erste Aufgabe erfüllen können. Sonst habe ich gar nichts gesehen, keine Spur und nichts. Okay, ich bin noch nicht so lange unterwegs, aber sonst war da schon immer im ersten Teil einiges los, aber heute haben wir nicht so viel Glück. Aber vielleicht haben wir jetzt Glück, wenn der dann noch steht. Könnte natürlich sein, dass der weiter nach unten unterwegs ist. Dann haben wir nicht so viel Glück. Oder nach oben und der bemerkt uns zu früh. Wir gucken mal hier runter, ob wir den irgendwo sehen können. Im Moment sehe ich noch keine Bewegung. Ich gehe mal da vorne auf den Felsen, da habe ich ein bisschen besseren. Ne, da ist er wieder. Ja, okay, der ist jetzt nach unten unterwegs. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so gut. Da muss ich mal versuchen, ob ich da hinterher komme. Den Hang da hinterher komme ich dann nicht runter, deshalb. Wobei da links vielleicht. Weiß ich jetzt nicht. Sonst sehe ich hier aber auch gerade keinen. Ich versuche mal da vorne an die Klippe zu kommen. Und dann hoffe ich, dass ich den von da aus sehe, wenn er weiter nach unten unterwegs ist. Und hoffentlich ist der nicht schneller. Schon da den nächsten Abhang hinunter. Bevor wir da sind. Das Problem ist, ich komme da glaube ich wahrscheinlich echt nicht runter. Aber das ist ja auch egal, wir müssen dann erstmal nur spotten. Nur wenn er dann schon zu weit weg ist, dann haben wir erst das Problem. Aber wenn wir den erlegen können, dann kann ich ja noch immer da außen rumlaufen. Gucken wir mal, wie sich die Lage darstellt, wenn wir an dem Abhang da vorne sind. Wahrscheinlich hat er uns schon wieder bemerkt und ist wieder über alle Berge. Oder das ist wieder so ein Phantomsteinbruch wie der letzte Mal, den ich da 10-mal. Ach du Scheiße, der ist direkt vor uns irgendwo. Und ich habe hier natürlich die super Position, würde ich mal behaupten. Nicht. Ja, was mache ich jetzt? Ich könnte jetzt weiter nach vorne krabbeln. Und hoffen, dass der mich nicht platt rennt. Ich weiß auch nicht immer, wie die so laufen. Die schallen mal hoch, mal runter, mal links, mal rechts.
Es ist wieder genau das gleiche wie mit dem Phantomsteinbock. Letztes Mal, der war auch an so einer komischen Klippe da. Und ich habe ihn einfach nicht gesehen. Aber vielleicht sehe ich den jetzt mal irgendwo hier. Das Problem ist, wenn ich auf so einem Stein liege, dann kann ich, glaube ich, nicht nach unten gucken. Und vor allem komme ich hier nicht weiter runter, oder? Doch. Ich höre aber auch noch keine Schritte. Komme ich hier drauf? Das wäre natürlich gut. Jetzt höre ich auch Schritte. Aber sehen tue ich ihn leider noch nicht. Ich kann ihn eigentlich auch direkt mit dem Gewehr spotten. Steht der jetzt oder ist der weiter weggegangen? Boah, ich kann es euch nicht sagen. Ah, da ist abgesprungen. Da kommt er direkt auf mich zu. Den habe ich gespottet, Mädels. So, und der hat uns nämlich nicht gesehen. Ja, Mission complete, würde ich sagen. Da ist einfach mal direkt auf mich zugerannt. Ich dachte, der hat uns gesehen, aber das war gar nicht mal der Fall. Der ist einfach nur so gerannt. Das machen die wohl manchmal. Deshalb denke ich manchmal, die laufen weg. Obwohl sie es vielleicht gar nicht tun. Auf jeden Fall wäre er dann nicht in diese Richtung gerannt. Oder der wollte den Berg da hoch. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Umso besser. Ich habe ihn auf jeden Fall direkt gespottet, als er da über den Berg kam. Nehmen wir mal noch die Spur hier auf. Irgendein Level-Up hatte ich auch. Aber frage mich nicht welches. Wahrscheinlich auch Spotting. Aber keine Ahnung welches Level. Ja, sieht nach einem Weibchen aus, würde ich mal sagen. Gucken wir uns das mal an. Ja, Weibchen. Aus 7 Metern. Ich glaube, das war jetzt die kürzeste Distanz, die ich auf dem Steinbock habe. Das war jetzt näher, als ich erwartet habe. Also ich dachte ja anfangs, wir müssen uns ein bisschen anpirschen, weil wir Probleme haben, in Spotting-Distanz zu kommen. Aber das hat sich jetzt zum Glück als falsch herausgestellt. Deshalb machen wir noch ein Foto von unserem Steinbock hier. Und dann würde ich sagen, gucke ich mal nach, was die nächste Mission ist. Und gucke mal, ob ich die während dieser Session hier erfüllen kann oder ob ich das Spiel neu starten muss. Ich habe keine Ahnung. Mir wird sowieso nichts anderes übrig bleiben, als es zu testen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. Da bin ich wieder zurück. Und da hinten steht ein Steinbock. Mir natürlich genau der Felsen im Weg. Aber ich werde hier mal versuchen zu erlegen. Ne, nicht mit dem Kopfschuss, lieber. Okay, das hat geklappt. Jetzt rutscht er irgendwo hin. Aber ich werde mal eben die Stelle markieren. Und dann hoffe ich, dass wir auf dem Weg die nächste Mission erfüllen können. Denn die besteht darin, die Hinterlassenschaften eines Steinbocks zu identifizieren. Also, wir brauchen Scheiße. Und der ist hier vorne rumgelaufen in den Büschen. Und da abgesprungen, weil ich den nicht gesehen habe. Aber da müsste dann auf jeden Fall Spuren sein. Und ich hoffe einfach mal, dass da brauchbarer Code dabei ist. Den wir dann kurz identifizieren können und dann können wir auch den Steinbock da hinten aufsammeln. Da können wir dann zumindest schon mal testen, ob das mit der Mission während einer aktiven Session funktioniert. Also annehmen konnte ich sie. Aber ob der das jetzt hier auf die noch wertet, weiß ich nicht. Da vorne ist auf jeden Fall, ne, hier schon die erste Spur. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob der das ist, aber auf jeden Fall eine Spur. Gucken wir mal eben, was das ist. Roaming. Eine Fußspur müsste das sein. Okay, sind anscheinend sogar mehrere Steinböcke unterwegs gewesen. Denn die hier ist von einem anderen.
Und wahrscheinlich haben die jetzt alle Verstopfung, wo wir das brauchen. Boah, hier sehe ich aber auch nicht, was das sein soll. War auch eine Fußspur. Die brauchen wir leider nicht. Gucken wir mal, was hier noch Schönes gibt. Boah, ich sehe auch die Fußspuren auf dem Boden gar nicht irgendwie. Keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht bin ich einfach blind. Okay, da flieht er schon. Vielleicht hat er sich auf der Fluchtstrecke vor Angst in die Hosen gemacht, aber da können wir jetzt erstmal nicht von ausgehen. Aber der flieht natürlich auch komplett in die falsche Richtung. Ich glaube, das war der gar nicht. Oder das war der und ist dann da hochgeflohen. Ja, das könnte sein, denn da ist die nächste Spur. Aber ich wollte gerne genau die hier, wollte ich nämlich erstmal verfolgen. Ich weiß gar nicht, ob der auch geflohen ist. Ich muss mir jetzt jede Spur hier angucken und hoffe, dass ich mal ein paar Droppings finde. Okay, der ist immer noch am Rumlaufen. Leider nur mit Fußspuren, die uns gerade nicht viel weiterhelfen. Hier ist doch kurz vor 9. Da können die doch mal ruhig ihre Morgentoilette erledigen. Wo ist der denn jetzt hin? Aber mit dem ganzen Busch weg hier finde ich die Spuren alle nicht. Na, da hinten. Die Felsen sind immer super, um so einen Überblick zu haben, wenn man hier ein bisschen tiefer ist. Da kann man das dann noch ein bisschen retten. Wir laufen jetzt auch noch genau auf den anderen zu, den wir eh einsammeln müssen. Der müsste irgendwo da hinten liegen. Und ne, ich glaube nicht. Auch nur Fußspuren. Gar nicht so leicht. Ich dachte, die hinterlassen öfter ihre Machenschaften. Vor allem ist das eh immer ein bisschen blöd, die zu verfolgen, weil die Hänge dann hier hochgehen und man sowieso nicht hinterherkommt. Was haben wir hier? Da sehe ich schon mal nichts. Ist auf jeden Fall die von dem anderen, ist die Fluchtspur. Und das hier müsste dann wieder die von dem Alten sein. Hier haben wir sogar noch zwei. Also vielleicht was Brauchbares dabei. Der läuft immer noch. Ich glaube, da unten liegt unser anderer Steinbock. Und das hier ist dann wohl noch eine Fährte von einem ganz anderen. Ja, eine neue. Auch gut. Und da vorne ist unser toter Steinbock, den sammeln wir dann erstmal auf. Da ist noch eine Spur. Ich gucke mir die mal eben kurz an. Ob die uns weiterhilft, hatten wir die da schon? Ich weiß es gar nicht. Da vorne ist auch noch eine. Noch eine Fluchtspur. Oh, hier ist alles voll mit Spuren. Da muss doch eine bei sein. Da haben wir eine. So, jetzt gucken wir mal, ob das klappt. Ja, das klappt tatsächlich. Das ist gut, jetzt können wir den hier aufsammeln. Und dann gucke ich mal, was die nächste Mission uns beschert. Ob wir die auch noch erledigen können. Dann hätten wir schon mal die ersten drei geschafft. Es fängt auch noch an zu regnen. Das ist nicht so schön, aber was soll's. Hier haben wir den Anschuss. Und noch eine neue Spur. Also hier waren einige Steinböcke unterwegs. Gucken wir mal, was wir hier erwischt haben. Noch ein Weibchen aus knapp 180 Meter in die Lunge. Deshalb auch
tödlich. So, der hat wieder ein helles Gehirn. Ich finde die hellen irgendwie schöner. Na, willst du wohl? So wie ich will? Nee, wieder nicht. Er wehrt sich. Also ich bin immer dafür, die führen dann so eine Funktion an, dass man das Gehirn in der Hand hält oder so. Das ist ja hier immer ein Kampf. So. Machen wir es so. Ja, und dann würde ich sagen, ich gucke mir die nächste Mission an. Vielleicht schaffen wir sie noch. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Da bin ich wieder. Und unsere Aufgabe besteht darin, einen Steinbock einzusacken. Also zu erschießen. Und ich habe jetzt gerade hier den Call bekommen. Und gucke einfach mal, wo der sich rumtreibt. Das Problem ist, er treibt sich genau da hinten rum. Von da, wo wir kommen. Und ich glaube, ich sehe ihn sogar laufen. Tatsächlich, da läuft er. Und deshalb will ich einfach mal versuchen, ihn von hier zu erledigen. Das ging jetzt schneller, als ich erwartet hätte. Und der liegt. Jetzt gucken wir mal, wo der hinrollt. Oh, bleib liegen. Stopp, stopp, stopp. Sehr gut. Da hinter dem Baum liegt er. Deshalb. Unter welchem Baum war das denn jetzt? Warum kann ich hier nicht laufen? Da. Ja, sehe ich. Das Gehirn. Und deshalb mache ich mich mal auf den Weg dahin. Dann haben wir nämlich die ersten drei Missionen schon erfüllt. Von den 10 möglichen. Ich hoffe jetzt natürlich, ich komme da irgendwo hoch. Denn ich bin gerade, als ich bin hier den Hang lang gelaufen. Und da bin ich abgerutscht. Zum Glück nicht verletzt. Auch wenn es relativ knapp war. Ich bin relativ lange gerutscht. Und deshalb hoffe ich, dass ich da vorne hinter den Bäumen vielleicht hochkomme. Ich weiß gar nicht, wie das hier von den Höhlinien her auf dem GPS aussieht. Ja, könnte... Ja, ich komme auf jeden Fall hoch, aber vielleicht auch außen rum. Muss ich mal eben gucken. Ich laufe da mal eben hin. Ist zumindest schon mal grün. Aber das heißt nicht, dass wir da unbedingt hochkommen. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin auch noch nie hier in den Bäumen runtergegangen, aber da vorne, da sieht es einigermaßen flach aus. Also da denke ich, kommen wir hoch. Hier sieht es nicht so wirklich nach hochkommen aus. Aber da vielleicht schon. Wäre natürlich blöd, wenn wir jetzt wieder ganz außen rumlaufen müssen. Also ganz außen rum ist es ja nicht. Wir kommen da vorne irgendwo hoch wahrscheinlich. Aber ich hoffe einfach mal, dass wir hier schon hochkommen, ohne uns die Beine zu brechen. Das sieht bis jetzt noch gut aus. Ja, ich denke, hier kommen wir locker hoch. Und davon liegt auch schon der Steinbock. Leider wieder ein Weibchen, denke ich. Also ein wirklich großes Männchen habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß nicht warum, auch in den Sessions, wo ich nicht aufgenommen habe. Noch kein großes Männchen. Sind wahrscheinlich auch einfach mal selten. So, den haben wir schön in den Hals geschossen, würde ich sagen. So, platziere ich mich jetzt hier für ein schönes Foto. Am besten hier so. So. Und dann sammeln wir den mal auf. Ein Weibchen, 106er. Komplett geschlagen. Also mit der 7mm bin ich hier durchaus zufrieden, immer noch. Mit der Blaser war das nicht so ganz immer der Fall, dass sie schnell verändert sind oder überhaupt verändert sind. Mit der 7mm habe ich relativ kurze Fluchtstrecken und wir sehen, die Mission ist ebenfalls erledigt. Deshalb machen wir hier noch schnell ein Foto von dem Steinböckchen. Boah, diesmal sogar relativ schnell hinbekommen. Auch wenn ich wieder hier in den Boden guck, aber was soll's.
Jetzt muss ich mal froh sein, dass das Viech hier ungefähr richtig steht. Und dann nehmen wir das Foto hier mal an. Und dann würde ich sagen, das war's für heute. 3 Missionen geschafft von 10. Mehr als ich erwartet habe. Ich dachte, wenn wir 1-2 hinkriegen, okay, die erste war spotten. Aber da habe ich ja schon gedacht, da haben wir schon ein paar mehr Probleme. Weil ich da auch mal Probleme hatte, in Schussdistanz zu kommen. Also auf die Distanz jetzt hier, wo ich jetzt den letzten geschossen habe, oder auch den zweiten. 180 Meter, den jetzt hier weiß ich gar nicht. Da hätte ich ihn schon mal nicht spotten können. Da haben wir echt Glück gehabt, dass der erste auf uns zugerannt kam und freudestrahlend in die Kamera gelächelt hat. Deshalb ging das relativ schnell. Ja gut, das zweite Droppings finden habe ich ein paar Stunden gebraucht, aber ging auch noch vergleichsweise schnell. Und dann erlegen, den habe ich sogar relativ schnell gefunden nach dem Call. Normalerweise callen hier und ich sehe die eine halbe Stunde nicht. Ja, habe ich mich umgedreht und da lief er schon. Also das lief heute perfekt für mich, würde ich sagen. 3 Aufgaben erledigt. 7 bleiben vor uns. Mal gucken, was die nächste ist. Ich weiß es nicht, aber das werden wir dann erst beim nächsten Mal sehen. Und deshalb bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit von der Partie. Und bis dahin, macht's gut und haut rein.